Hallo Waage und hallo an diejenigen, die ihre weiteren Aspekte hier begutachten und hallo auch an diejenigen, die auf eine Waage schauen. Herzlich willkommen zur Dezemberlegung. Wir schauen jetzt gleich rein in Sachen Liebe und Beruf. Gucken mal, was es so für Chancen gibt, was es eventuell auch für Herausforderungen gibt. Und am Ende gibt es auch noch einen Mini-Impuls zum Schütze-Neumond am 1.12. Den haben wir am Morgen, also heute ist Samstag, wo ich das Video aufnehme. Und natürlich auch zum Zwillinge-Vollmond am 15.12. Wie immer gilt, alles kann und nichts muss mit deiner persönlichen Situation in Resonanz gehen. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox/Videobeschreibung. Ja, und damit starten wir und zwar erstmal mit der Grundenergie des Monats Dezember für den ein oder anderen Waagegeborenen, beziehungsweise für, ihr wisst schon, jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren, jetzt habe ich die Fee abgelenkt. Ja, nichts ist, wie es scheint oder doch. Die Fee kann positiv sein, die Fee kann negativ sein und wir haben hier den Gehängten. Ich wollte gerade schon sagen, ne, loslassen für neue Energie, die 5 und die 3 beziehungsweise auch die 8 in der Kombination erfordern natürlich auch eine gewisse Entscheidung. Thema Karma, ne, 8, die Zahl der Unendlichkeit und mit dem Gehängten heißt es natürlich ganz klassisch, mach dich mal locker. Ja, lass los, was dir nicht mehr dienlich ist und richte dich auf Herz und Bestimmung aus. Wenn man sich krampfhaft an etwas festbeißt, an etwas oder an Dingen, an Menschen festhält, die einem nicht gut tun zum Beispiel, ja, oder eine Angelegenheit, ein Werdegang, der einen unglücklich macht, dann, sagt der Gehängte, wäre es Zeit, jetzt hier die Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und sich auch dementsprechend neu auszurichten. Letztendlich ist es so, wenn man mal im Weltlichen hier wirklich sich irgendwo hinhängt und mal sich so baumeln lässt, dann wird man relativ schnell feststellen, dass wenn man Ballast in den Händen hält, dass es doch sehr, sehr schwer ist, das auf Dauer festzuhalten. Ja, wie so ein riesen Medizinball. Der wird mit der Zeit immer schwerer, während es natürlich doch irgendwo einfacher ist, im normal stehenden Zustand diesen Medizinball auf seinem Kopf zu tragen. Dieser Medizinball stellt in dem Sinne natürlich auch die Belastung dar, die man mit sich rumschleppt. Aber es ist natürlich einfacher, als stehender Mensch diese Belastung zu tragen, als wenn man hängt und man muss es festhalten. Dann werden die Hände glitschig oder steif und dann lässt man irgendwann auch krampfhaft tatsächlich los. Und das kann durchaus sein, dass der ein oder andere hier im Dezember auch ein bisschen gezwungen wird, etwas oder auch eventuell jemanden loszulassen. Ja, denn wie gesagt, manchmal ist die Fee nicht unbedingt das, was sie darstellt und kann durchaus auch unter dem Deckmantel des Schönen etwas sehr Hinterlistiges darstellen. Also, dass die Grundenergie locker machen, alles loslassen, was dich nicht weiterbringt, was dich unglücklich macht. Und damit auch, ja, deinem Schicksal wieder ein bisschen, ja, näher kommen, ja, sodass man hier wieder auf den richtigen Pfad kommt, auf seinen richtigen Pfad kommt. Das ist natürlich ganz wichtig. Letztendlich, der Gehängte steht auch für eine Krisenstimmung. Der Gehängte ist eben auch, dass man Opfer bringen muss, um vorwärts zu kommen. Ja, und wir haben hier in gewisser Weise auch eben mit der 1 und der 2 Pionierarbeit für Dualität. Also hier möchte neuer Raum geschaffen werden. Neuer Raum, der Raum zur Entfaltung gibt. Ne, deswegen auch eine neue Perspektive bringen soll. Schauen wir mal, ob das hier vielleicht mit einer Seite gleich resoniert oder ob das eine Alleinstellungsenergie ist im Dezember. Wir gucken mal. Erstmal schauen wir in Sachen Liebe auf Herausforderungen, auf Hindernisse. Gucken mal, was da so los ist. Da haben wir schon mal das kleine Glück liegen, ne? 2, Dualität. Etwas, was auch sehr schnell passiert. 2 Tage, 2 Wochen. Was kriegen wir hier vom Tarot? Na, die wollte nicht so ganz. Wir haben hier schon mal eine Neuausrichtung, eine persönliche Weiterentwicklung, die Karte des Erfolges liegen.
und ja, einen notwendigen Schlussstrich liegen, eine Kapitulation, ein Aufgeben im wahrsten Sinne des Wortes, aber in dem Fall ist Aufgeben nicht etwas, was negativ ist. Ja, die meisten Menschen würden unter dem Wort Aufgeben tatsächlich das Wort Versagen sehen. Nein, man versagt nicht, wenn man etwas aus der reinen Intention aufgibt, weil es einem nicht mehr dient. Ja, wenn man merkt, dass es zu schwer ist und man gibt etwas auf, weil man, egal was man tut, einen Kampf gegen Windmühlen führt, dann darf das hier auch wirklich ganz, ganz ohne schlechtes Gewissen aufgegeben werden. Auch die 10 der Schwerter ist eine Krisenenergie. So, und weil du dich hier einfach im Namen des kleinen Glückes, ne, Thema glücklich sein, neu ausrichtest, Widrigkeiten auch überwinden willst und wirst und natürlich auch Erfolg haben möchtest, dich selber anerkennen möchtest und auch vielleicht von außen anerkannt werden möchtest, ist es notwendig, hier etwas loszulassen im Zwischenmenschlichen. Das kann auch sein, dass es hier um die Liebe bei dir selbst geht, dass es gar nicht darum geht, einen Menschen loszulassen, sondern einfach die Krise in dir loszulassen. Wenn wir uns in unsicheren Situationen aufhalten und schon sehr, sehr lange, ja, das ist nichts, was irgendwie kurzfristig ist, weil es neu ist, alles Neue ist immer erstmal unsicher, eine neue Partnerschaft ist unsicher, ein neuer beruflicher Werdegang ist unsicher, wie auch immer, eine neue Konstellation, ja, frisch Mama geworden, frisch Papa geworden, das ist auch erstmal etwas Unsicheres, da wächst man rein. Wenn man aber nach 10, 20 Jahren immer noch in so einer unsicheren Energie ist, dann darf man sich selber auch hinterfragen, ist es wirklich das Richtige? Ja? Oder wäre es gut, diesen Anteil jetzt rauszunehmen, damit einfach wieder ja, Sonne, ja, Sonnenschein, glücklich sein, Einzug halten kann? Grundsätzlich ist das eben die Herausforderung, hier auch wirklich die Krise rauszunehmen. Die Herausforderung ist hier wirklich Wachstum. Die Herausforderung ist aus den Widrigkeiten herausgehen. Die Herausforderung ist, sich selber auch einzugestehen, dass Vergangenes vergangen ist, dass man eventuell auch Hilfe benötigt, ja, um Hilfe bitten darf und dass man ja, in der Lage ist, sich tatsächlich auch zu verändern. Und zwar zu jeder Zeit im eigenen Leben. Auch das kann eine Herausforderung sein. Die 6er Schwerter, die stehen ja auch fürs Überwinden von Traumata und Schattenthematiken. Sie stehen auch für Heilung. Ja, und wenn man sich eingesteht, sich selbst auch von einem Traumata zu befreien, von einer Verletzung zu heilen und auch erkennt, hey, jetzt bin ich geheilt, dann bietet das natürlich auch viele, viele neue Optionen. Und damit darf man auch in den Abschluss gehen. Viele Menschen sind auch auf der Suche nach Heilung. Ja, sie suchen stets und ständig nach Heilung, sind hast und rastlos unterwegs, ne, so umgedrehte Eremit-Energie. Und versuchen auch stets und ständig irgendwie weiterzukommen, anstatt das einfach auch passieren zu lassen. Weil wir heilen zu jeder einzelnen Nanosekunde unseres Lebens. Sowohl unseren Körper als auch unseren Geist. Wenn wir es einfach geschehen lassen. Ja, indem wir die Trigger, die in unser Leben kommen, dankbar annehmen. Ja, und dementsprechend reflektieren können. Ja, nur wenn wir Dinge annehmen, können wir letztendlich auch schauen, passt das zu uns oder passt das nicht zu uns? Und in dem Fall ist es natürlich auch notwendig, die Trigger, die in unser Leben reinkommen, anzunehmen. Und wie gesagt, wenn du hier einen Triggerpunkt hast, ne, wie gesagt, schwerer Medizinball, eine Belastung, eine Situation, die dich wirklich auch auslaugt, dann heißt es hier, lass los. Ja, also das ist die Herausforderung, sich einzugestehen, dass du selber einfach nur den Medizinball loslassen musst, um wieder Leichtigkeit zu bekommen. Ja, und wenn du den Medizinball loslässt, dann kannst du dich hier auch wieder neu ausrichten, aufrichten und vom Ast absteigen, beziehungsweise hier von dieser Bandage, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, in der Artistik. Keine Ahnung, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, ne? Gibt es ja diese Menschen, die dann mit diesen Bändern, diesen Stoffbändern da diese unglaublich tollen Sachen kreieren können, wo man dann auch manchmal echt atemstockend da sitzt, wenn die sich so runterdrehen.
Hatte bestimmt der ein oder andere schon mal gesehen. Und das geht halt auch nur, wenn du die Hände frei hast. Ne? Belastungen loslassen. In dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes auch den Kopf frei machen. Gut, dann schauen wir mal auf die positiven Entwicklungen oder Gelegenheiten in Sachen Liebe, Selbstliebe, Zwischenmenschliches. Da haben wir Kommunikation liegen. Das sehe ich jetzt erstmal überhaupt nicht negativ. Auch wenn die Eulen gerne mal für den kleinen Kummer stehen, aber wir schauen jetzt ja auf Positives, auf Chancen. Also, vielleicht neue Kommunikation, neue Sichtweise hier, Entfaltung. 3 der Stäbe steht ja auch für die Weitsicht, ne? Nicht mehr diese Kurzfristigkeit oder diese Kurzsicht, ne? Nur auf den Teller gucken, sondern auch über den Tellerrand hinausblicken, eine neue Perspektive, ein neuer Horizont, ne? So wie auch hier die Reise zu einem neuen Horizont. Oh, eine Option. Viele Optionen. Wir haben hier Fantasie und Schwärmerei. Geht das hier in eine Entscheidung? Ja, man könnte fast sagen, ja, da hätte ich aber gerne noch eine Erklärungskarte zu. Ja, hier ist es auf jeden Fall. Also, liebe Waage, in der zwischenmenschlichen Interaktion tut sich hier im Dezember tatsächlich Optionen oder tun sich Optionen auf, sagen wir es mal so. Wir haben hier emotionale Verwirrung liegen. Ja, plötzlich mit deiner neuen Sichtweise, mit der Tatsache, dass hier neue Leichtigkeit in dein Leben kommt, kann das sogar sein, dass du mit einem Menschen oder in einem Menschen plötzlich Potenzial siehst, was du vorher noch nicht gesehen hast. Es kann auch tatsächlich durch diese Gespräche sein über Belastungen, dass du plötzlich erkennst, oh, da ist ja irgendwie eine Chance. Ja, eine Chance auf persönliche, spirituelle Fülle, natürlich auch im Körperthema betreffend, in der materiellen Fülle, in dem sich zwei Menschen zusammentun. Weil mit den 5 der Stäben ist es auf jeden Fall so, dass es hier in eine neue Richtung geht. Das ist eine kleine Herausforderung, aber ich würde sagen eine positive Herausforderung, weil es geht ja auch darum, gemeinsam miteinander zu agieren, um letztendlich auch ja, dich in gewisser Weise eine Stufe hochzubringen. Du bist in einer Veränderung. Du möchtest aktiv etwas verändern und gerade Waage ist ja auch immer sehr harmoniebedürftig, ist auch eher meistens, ich rede jetzt wirklich nur von der Grundenergie der puren, reinen Waage, meistens eher unterwürfig. Ja, geht eher einen Kompromiss ein, beziehungsweise stellt sich selbst zurück des Friedenswillens. Und das kann natürlich auch langfristig hier für Schaden sorgen. Jetzt haben wir hier eine Option und das ist so ein Keim, der in dir hochkommt. Ne? Dieses, ich krieg so eine Energie von Ausbruch. Also eher dieses, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, eher sowas wie, es ist sehr untypisch, während du sonst eher sehr gemächlich, sehr besonnen, sehr rational, ne, überlegend durchs Leben gehst, ist das hier eher so ein, als wenn du dich selber so nach vorne schubst, in ein Abenteuer hinein. Du bist auf einer Reise. Diese Reise bietet dir viele Optionen und du siehst hier mit einer Person plötzlich die Chance auf einen Anfang, einen soliden Anfang. Etwas, was Hand und Fuß hat, etwas, was geerdet ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Ja, dennoch ist hier die Chance im wahrsten Sinne des Wortes da, aus der Fantasie und der Schwärmerei und den unklaren Gefühlen hier im Miteinander agieren, auch tatsächlich gefestigte Gefühle zu machen. Ja, also da bringt der Dezember hier schon eine sehr überraschende Energie mit sich, die dich so ein bisschen aus deinem typischen Verhalten herausholt. Ja, alles anders machen, als es bisher der Fall war, ist hier so ein bisschen angesagt. Aber wie gesagt, du gehst hier auch wirklich durch eine persönliche Veränderung, sowohl den Umgang mit dir selbst, als dann auch den Umgang mit anderen Personen. Ja, diesen Menschen kannst du schon kennen, kannst ihn aber auch erst kennenlernen im Dezember und dann gibt es hier auf einmal so dieses Hallo wach und du erkennst, oh, warte mal, ich bin noch im Glück. Ja, und dann ist dieses Geschenk, diese Saat für die Zukunft tatsächlich hier das Potenzial auf eine Partnerschaft.
Wer weiß, ich bin gespannt. Wer da was zu berichten hat, schau gerne Ende des Monats da nochmal rein. Und damit kommen wir jetzt zum beruflichen finanziellen Aspekt und natürlich auch erstmal hier auf die Herausforderungen, Schwierigkeiten, Blockaden. Was haben wir hier im beruflichen finanziellen? Ja, das Spinnrad. Konzentration. Konzentration könnte natürlich gerade in der persönlichen Weiterentwicklung hier durchaus eine Schwierigkeit darstellen. Wir haben mit den fünf der Kelchen im Schatten eine neue Erfahrung des Gleichgewichts. Ja, auch hier geht es um neue Partnerschaften, es geht um eine sehr hoffnungsvolle Zukunft. Grundsätzlich eine sehr fröhliche Einstellung. Wie gesagt, du lässt hier Belastungen los. Das ist erstmal grundpersönlich und das wirkt sich natürlich auch aufs Berufsleben aus. So, nun kann es sein, weil du dich hier auch anderweitig umorientierst, weil du die Prioritäten jetzt neu setzt, dass eben das Thema Konzentration hier durchaus ein bisschen schwierig sein könnte. Ja, Lustlosigkeit, ne? Deine fröhliche Einstellung macht dich hier ein bisschen lustlos. Ah, okay. Das könnte auch durchaus die Schwierigkeit nochmal ergänzen. Du hinterfragst das, was du tust hier im Dezember. Das wird nicht für alle eine Rolle spielen. Viele sind in ihrem Traumberuf und leben ihren Traum und lieben das auch. Allerdings ist hier wirklich jemand, der aufgrund der Neuausrichtung auch das berufliche Dasein hinterfragt. Es geht hier wirklich ums Glücklichsein. Das ist sowas wie, mache ich das jetzt wirklich für mich? Was ist meine eigene Intention? Mache ich das für jemand anderes? Will ich irgendjemandem gefallen? Warum bin ich diesen Job angefangen? Und so weiter und so fort. Ja, das sind solche Sachen, die hier hinterfragt werden. Wir haben hier auch die Energie der Meditation liegen mit den Federkelchen. Es ist auch ein bisschen Ernüchterung. Es ist Stagnation. Es ist Selbstreflexion. Und vielleicht auch bei einigen das Erkennen von, hey, wo habe ich vielleicht doch mal die Fülle verpasst? Ja, warum bin ich vielleicht nicht früher meinen eigenen Weg gegangen? Weil dieser Wunsch, einen neuen Weg zu gehen, einen eigenen Weg zu gehen, der liegt nämlich hier mit den acht der Kelchen. Ja, und das kann durchaus sein, dass das eben so dieses, diese Neuausrichtung ist, in naher Zukunft einen anderen Weg zu gehen, einen anderen Beruf einzuschlagen oder nicht unbedingt einen anderen Beruf, aber vielleicht einen anderen Arbeitgeber, ja, oder sich selbstständig machen, den eigenen Weg gehen, kann natürlich ja auch eine Rolle spielen. Also es ist hier schon in der Wechselwirkung zu betrachten, dass deine persönliche Veränderung in dir auch dafür sorgt, dass sich im Außen was verändern möchte, weil du merkst, okay, irgendwie passt das gar nicht mehr zu mir, ja. Das kann sein, dass es hier ein sehr stressiger Job ist, den du tust, ne. Volle Kontrolle, volle Konzentration. Und jetzt kannst du dich aufgrund deiner persönlichen Veränderung gar nicht mehr voll auf diesen Job fokussieren, ne? Weil du keinen Job, keinen Bock mehr hast. Also das heißt, keinen Bock mehr hast, aber du bist schon ein bisschen lustlos hier. Und wir auch mit den fünf der Kelchen eben die neuen Partnerschaften liegen haben. Also das ist schon so ein, da ist eine Option ebenfalls gekennzeichnet, ne? Und das ist halt so, wenn man ich würde sagen, es ist erstmal nur eine Versuchung, ja, eine Verlockung, aber nicht im Negativen betrachtet, aber schon ein Hinterfragen, ja, weil einfach Optionen auf dem Tisch sind, beziehungsweise du generell natürlich auch deine Optionen im Leben erkennst. Sodass hier durchaus langfristig betrachtet, da auch im beruflichen finanziellen Rahmen eine Veränderung eine Rolle spielt. Nur schon mal als kleine Vorwarnung. Allerdings wird hier noch nichts beendet, ne? So, dann schauen wir natürlich auch noch mal auf Möglichkeiten und Chancen, positive Wendungen im Beruf. Da haben wir die gute Hexe, die Heilerin. Eine Person, die dir einen klugen, weisen Ratschlag geben könnte. Egal ob männlich, weiblich. Ja, Kraft zurückholen, ne? Neun der Stäbe. Gucken wir weiter. Oh ja, hier. Die Chaos Queen. Erschöpft. Ausgelaugt. In der Aufopferungsrolle. Die Herrscherin im Schatten ist komplett verwildert. Die hat sich selbst aufgegeben, ist unfruchtbar, hat sich selbst sabotiert, hat sehr, sehr viel im Außen agiert. Ja.
Und deswegen ist auch hier diese Erschöpfungsenergie angezeigt. Da muss ich aber auch sagen, mit den neuen der Stäben, wie gesagt, holst du dir langsam deine Kraft zurück. Ja, du hältst in gewisser Weise durch. Es ist zwar immer noch eine extreme Anstrengung, ja, es ist aber auch in gewisser Weise ein Schubs in die richtige Richtung, um einfach hier auch einen Meilenstein zu erreichen, beziehungsweise mit den vier der Stäben wieder eine Stabilität in dein Haus zu bringen. Also, wenn du hier erschöpft, ne, also die Energien können hier durchaus zusammenspielen. Du bist durch so eine sehr stressige Phase gegangen, ne? Hast hier die ganze Zeit ein Spinnrad gesponnen und bist nicht wirklich weitergekommen. Dann ist es auch gut, sich hier mal eine Auszeit zu gönnen im Dezember, um einfach wieder zu Kräften zu kommen und dich selbst natürlich auch zu hinterfragen. Wie ich hier schon sagte, ne? Wofür, wen tust du das? Machst du das für dich? Man muss ja auch bedenken, es gibt Menschen, die machen nicht nur einen Job, weil sie den lieben, sondern weil sie ganz rational unterwegs sind. Sie können das einfach. Unabhängig davon, ob du das liebst oder nicht. Ja, du kannst einen Job, er geht dir einfach leicht von der Hand und er bringt dir gutes Geld. Das ist absolut keine Schande, mit diesem Denken an diesen Job hinanzugehen. So, trotzdem hinterfragst du dich. Ja, es kann durchaus sein, dass es bei dir so ist, dass du dich hinterfragst, dass du diesen Job einfach kannst. Du hast das Talent dafür, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie deine Passion anregt und dich irgendwie übermäßig glücklich macht. Ja, so. Jetzt hast du hier aber sehr, sehr viel reingegeben und hast jetzt die Chance, hier wieder zurück in die Stabilität zu kommen. Also, positive Wendung könnte zum Beispiel auch sein, dass hier Personal dazu kommt, dass du aus dieser Erschöpfung rauskommst, aus dieser Selbstaufgabe herauskommst und nicht mehr 24/7 für den Job lebst. Dann wäre das eine Entscheidung, wenn du zum Beispiel selbstständig bist und dein Unternehmen ist so riesig gewachsen, tatsächlich auch jemanden einzustellen. Weil auf kurz oder lang betrachtet, gehst du mit der Herrscherin im Schatten sonst immer weiter bergab. Ja? So, wir haben hier aber die Kehrtwende drin. Vier der Stäbe ist einfach auch Klarheit schaffen. Ja, Erfolg ist ein Grund zum Feiern, ist, ja, man sagt ja auch eine Ehe, ja, eine Ehekarte, ein Übergangsritus. Also ist es hier durchaus schon so, dass mit der Gemeinschaft hier eine Lösung gefunden wird. Und da kann die gute Hexe durchaus jemand sein, der reinkommt und dir Arbeit abnimmt. Dann ist es natürlich wichtig, gerade mit der Herrscherin hier im Schatten, nicht diesen Menschen als Konkurrenz zu sehen. Ja, dieser Mensch möchte dir nichts wegnehmen, sondern wir haben hier einfach eine sehr entlastende Energie liegen. Und bitte, bitte tu dir selbst den Gefallen und nimm diese Unterstützung an. Ja, gib ein bisschen Verantwortung ab, komm hier wieder zu Kräften und dann auch zurück in die Stabilität. Ja, das ist die Chance, die du hier hast im beruflichen oder finanziellen Rahmen. Das kann natürlich auch die Finanzen betreffen, dass du dir hier Unterstützung eingestehst von jemandem, der eben hilft, hier aus dieser ja sehr auslaugenden Situation herauszukommen, wie zum Beispiel eine Schuldnerberatung. Auch das könnte eine Rolle spielen, dass einfach mal ein Überblick über die Finanzen geworfen wird. Was kannst du abzahlen? Was hast du unter der Summe über? Ne? Und was kann man vielleicht tun, um mit den Gläubigern zu sprechen, um eventuell eine Ratenzahlung zu vereinbaren oder bei laufenden Verträgen eventuell sogar ja, die Raten runterzusetzen. Natürlich, man zahlt dann mehr Zinsen, aber ne, hier werden dir, ja, hier wird dir Leichtigkeit, ne? Es darf leichter werden, angeboten, damit hier wieder Freude, ne, Freude einziehen kann und Stabilität. Also da passiert, wenn du in so einer Energie bist, egal ob jetzt im finanziellen oder beruflichen Rahmen, dann kommt hier langsam wieder Stabilität rein und Freude rein im Dezember. Ja, gute, schöne Veränderung. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber wie gesagt, sieh das hier nicht als Konkurrenz. Da möchte dir niemand die Butter vom Brot klauen. Ganz im Gegenteil, du darfst jetzt hier, ne, in diese Energie zurückkommen. Dafür ist die Heilerin da. Sie heilt dich jetzt oder er, wer auch immer das in deinem Leben dann sein wird. Gut. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss und zwar die Mini-Impulse. Einmal Schütze Neumond, ne, am 1.12. Neumond-Energie gilt vom Neumond zu Neumond.
während der Vollmond, den wir auch gleich noch auslegen, eine kurze temporäre Energie ist. So, und hier haben wir eine Neuausrichtung. Ja, wie gesagt, kommenden 4 Wochen Neuausrichtung, sowohl im persönlichen, zwischenmenschlichen, als auch hier Neuausrichtung im beruflichen. Das haben wir hier schon liegen. Mal gucken, ob wir hier noch ein Detail bekommen. Ja. Wähle deine Worte weise, vor allen Dingen die Worte, die du dir selbst entgegenbringst. Ne? Königin der Schwerter. Gilt natürlich sowohl für das mit dir selbst als auch im Außen. Ne? Gerade hier diese Thematik. Denn du bist sehr, sehr überbelastet in der Situation. Und da kann es durchaus sein, dass du etwas sagst, was du am Ende doch nicht so meinst, weil du aus dem... Ja, weil die überforderte Chaos-Queen aus dir gesprochen hat, ja? Also, Königin der Schwerter ist auch ein bisschen emotional, unerreichbar tatsächlich, ist ein bisschen einsam unterwegs und hier spricht auch wirklich die Intoleranz aus dir, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt nicht, dass du grundsätzlich intolerant bist, ja? Bitte jetzt nicht sofort alles negativ sehen, um Gottes Willen. Das ist eine Energie, gerade auch mit dem Wagen, der blockiert hier im Schattenaspekt. Du kommst nicht vorwärts, weil du dich hier im Kreis drehst in einer Situation. Ja. Die Neuausrichtung ist hier in Richtung Heilung angezeigt. Heilung von Krise in dir. Ja. Und natürlich auch damit Herzöffnung. Ja. Vertrauen zurückgewinnen in die eigenen Emotionen. Hier wird das Erwachen des Herzens gestartet, entweder im Zwischenmenschlichen, wie gesagt, wir haben das hier liegen, beziehungsweise auch in dem, was du tust. Auch da möchte wieder das Glück reinkommen. Ja, also es geht hier wirklich aus diesem, ich bin emotional nicht verfügbar, ich habe keinen Bock mehr, leck mich alle am Arsch Stimmung. Ja, irgendwas ist einfach zu viel. Geht's langsam wieder raus in diese positive Aufregung, in das Schöne, in neue Träume, neue Visionen, neue Fülle, Frieden. Ja, und grundsätzlich eben auch die emotionale Heilung. Wie gesagt, du steuerst hier deinen Kurs, du steuerst dein Ruder, du hast den Kompass in der Hand und du entscheidest, wo du lang gehst. So, und wenn du wirklich unglücklich bist, blockiert bist, Angst hast, der Wagen im Schatten steht ja auch für den ungelösten Konflikt, für den Zusammenbruch, ne? Wie gesagt, Herrscherin im Schatten ist wirklich schon kurz vorm Zusammenbruch. Dann darfst du wirklich auch hier den Kompass in die Hand nehmen und sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe die Schnauze voll, ich möchte jetzt einfach glücklich sein. Und dann darf man auch wirklich auf kurz oder lang hier komplett Prozess machen. Ja, da bist du natürlich auch in der Eigenverantwortung. Ne, und gerade wenn du lange immer in dieser sehr Harmonie um jeden Preis Energie warst, was so wirklich klassisch vage ist, dann ist das die logische Konsequenz, ja, dich selbst neu auszurichten. Da hast du Anrecht drauf. Mach das, was dich glücklich macht. Darum geht's. Es geht nicht darum, andere Menschen glücklich zu machen. Du musst glücklich sein. Ja, wenn du nicht glücklich bist, aber immer versuchst, andere Menschen glücklich zu machen, dann machst du was falsch. Ja, du darfst glücklich sein und andere Menschen glücklich machen. Das ist okay. Ja, aber mach dich selber nicht unglücklich, indem du anderen Menschen glücklich bescherst. Gut. Und damit schauen wir zum Zwillinge-Vollmond. Wie gesagt, Vollmonde sind sehr kurze Energien. Da kann etwas sehr, sehr viel werden. Etwas auch sehr drückend werden. Mit den Zwillingen geht es um Dualität. Es geht um deine Zugehörigkeit, sowohl im Zwischenmenschlichen, dir selbst gegenüber auch und natürlich im Materiellen. Welche Chancen ergreifst du in deinem Leben? Ja, welche Chancen ergreifst du? Und du als Zuschauer bist ja die Dame, die weibliche Energie, auch wenn du männlich bist. Guck mal hier, Neuanfang, der Narr. Ein neues Abenteuer, grundsätzlich neuen Freiraum. Du hinterfragst dich, deine Talente, deine Fähigkeiten. Auch im Zwischenmenschlichen geht es um das näher kennenlernen mit den 3 der Münzen. Jetzt waren die Karten hier sehr, sehr aufgeregt. Ja.
Und es geht darum, auf den Boden der Realität zurückzukommen. Du bist ein Self-Made-Mensch. Du bist ein Mensch, der sich für seine persönlichen sowie auch finanziellen Angelegenheiten sehr, sehr einsetzt. Grundsätzlich auch ein Mensch, der natürlich Sicherheit mag. Und vor allen Dingen natürlich Sicherheit, die du auch selber erschaffen hast. Das ist natürlich die beste Grundvoraussetzung, um hier dir Wünsche und Träume zu erfüllen. Dennoch ist hier etwas, was du kennenlernen möchtest, beziehungsweise jemand, den du kennenlernen möchtest, ganz gleich wie eine Option. Ja, also dieser Zwilling-Vollmond, der hinterfragt dich auf jeden Fall, wo möchtest du jetzt in welches Abenteuer reinspringen? Und auch hier sind wir wieder beim Thema Hände frei. Ja, vogelfrei sein, frei sein und dich einfach auch unbeschwert hier in ein neues Abenteuer hineinstürzen. Der Narr steht ja auch für eine absichtliche Lehre. Ja, also mit Doppel-E. Eine absichtliche Lehre, um neue Fülle oder dich selbst zu finden. Und hier bringst du deine Talente, deine Ressourcen, deine Fähigkeiten ins Gleichgewicht. Na, hier ist auch eine durchdachte Planung in gewisser Weise drin, wenn es hier um materielle, finanzielle Angelegenheiten geht. Ne, so wie hier, ne, durchdachte Planung, kein Chaos mehr, raus aus Chaos, um dann einfach das, was dir gehört, letztendlich auch zu dir kommen zu lassen, beziehungsweise du bewegst dich ja darauf zu. Ne? Alle Chancen liegen auf unserem Weg und wir müssen diesen Weg gehen, um diese Chancen auch aktiv in Empfang nehmen zu können. Also, grundsätzlich nichts Wildes hier, aber der Zwilling-Vollmond, der drängt dich hier auf jeden Fall in neue Dualität. Irgendwas soll hier neu gemacht werden, neu starten. Ob nun zwischenmenschlich, beruflich, das wird bei jedem ein bisschen anders sein. Bei einigen auch gar nichts. Ne? Vielleicht tangiert dich der Zwilling-Vollmond auch gar nicht, wenn du hier nicht in einen, ja, in etwas Neues hineingehen möchtest. In dem Sinne, ihr lieben Liebenden, sage ich herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren, Teilen. Danke für euren Support in jeglicher Art und Weise. Falls wir uns nicht mal wiedersehen sollten, dann wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns trotzdem bald wiedersehen. In dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, einen schönen Dezember und bis ganz bald.